Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Ich möchte auch ganz herzlich alle Mitglieder und Sympathisanten von Hallo Meinung begrüßen, denn dieses Video wird sowohl auf meinem Kanal als auch später bei Hallo Meinung hochgeladen werden, mit dem Ziel, dass es eine möglichst große Reichweite erzielt, denn dieses Video, ich verspreche nicht zu viel, hat das Potenzial, sehr viele Menschen aufzuklären, wie gefährlich der aktuelle Linksruck in diesem Land ist. Also los geht's. Man hört ja von allen Seiten wieder Kampf gegen rechts, Kampf gegen rechts, das Übliche also. Und wir haben alle gesehen, was es bedeutet, wenn mal ein bürgerlicher Ministerpräsident wie Kemmerich in Thüringen gewählt wird mit den Stimmen der AfD. Das ist ja ein absolutes Tabu. Das darf ja nicht sein, dass man mit den ganz Rechten kooperiert. Aber mit den ganz Linken, da darf man das anscheinend schon. Zumindest flirtet die CDU in Thüringen ja schon ziemlich lange mit der Linkspartei und auf diversen Länderebenen gibt es ja auch Koalitionen mit der Linkspartei, eben Rot-Rot-Grün wird angestrebt und genau das ist ein absoluter Skandal, wenn man sich wirklich mal verinnerlicht, wofür die Linke eigentlich steht. Denn Katja Kipping hat sich praktisch im TV selbst entlarvt. Doch seht selbst. Katja Kipping ist ja einer der führenden Köpfe der Linkspartei und da omnipräsent. Sie steht also für diese Partei ein und repräsentiert sie auch. Und deswegen wird die Partei natürlich auch in Geiselhaftung genommen, nun von mir, für das, was sie da von sich gegeben hat. Denn meiner Meinung nach spiegelt es perfekt wider, wofür die Linkspartei eigentlich steht, beziehungsweise was für ein großes Problem diese Partei darstellt für Deutschland, wenn sie mehr zu sagen hat. Und Überraschung, wenn es Koalitionen gibt mit dieser Partei, dann wird sie auch mehr zu sagen haben. Denn in diesem Morgenmagazin, wo sie ja zu Gast war, wurde sie damit konfrontiert, dass der Verfassungsschutz die Linke stark kritisiert, weil da zum Beispiel Plattformen wie die Kommunistische Plattform oder auch Teilbewegungen der Partei wie die Sozialistische Linke geduldet werden, die im Verfassungsschutzbericht 2018 genannt worden sind. Und was hat Katja Kipping dazu wohl gesagt? Hat sie es eingesehen? Hat sie sich von Linksextremismus distanziert? Nichts davon ist der Fall, sondern das genaue Gegenteil. Was jetzt kommt, ist ein absoluter Skandal, der wirklich jeden denkenden Bürger in diesem Land erschüttern muss, dass da wirklich eine Politikerin im Fernsehen hofiert wird, die sowas von sich gibt und die ja angeblich von den Guten kommt, weil über die Linke redet ja praktisch niemand mehr schlecht. Die wird ja inzwischen über die AfD gestellt. Da wird ja gesagt, mit denen kann man mittlerweile arbeiten. Die sind ja gemäßigt. Man darf rechts und links nicht gleichsetzen. Man darf die Extreme nicht gleichsetzen. Dann hört euch mal Folgendes an. Auf diese Anschuldigung, dass man eben sowas wie die Sozialistische Linke oder die Kommunistische Plattform dulden würde und dass das doch einige Bürger irritieren könnte, hat sie ganz schnippisch geantwortet, tja, der Verfassungsschutz wäre sowieso unseriös und würde Kumpanei mit rechts betreiben und dann wohl möglich noch irgendwelche Bezüge zu NSU haben. Das hat sie da angeschnitten, also ganz, ganz böse, was sie da von sich gegeben hat. Und wirklich eine absolute Schande. Das ist also das Selbstkritiklevel. Wenn man sie wirklich damit konfrontiert, dass in der Partei offener Linksextremismus gelebt wird, dass da wirklich marxistische und kommunistische Ideen Hochkonjunktur haben, dann hat diese Frau nichts anderes zu sagen als, der Verfassungsschutz ist ja sowieso rechts und voll böse, so sinngemäß kam das so rüber und das ist wirklich absolut indiskutabel. Was man bei Katja Kipping hier wunderbar erkannt hat, dass Selbstkritik praktisch gar nicht vorhanden ist, dass diese Frau tatsächlich über keinerlei Selbstreflexion verfügt und das ist auch bei ihrer ganzen Partei so, das merkt man immer wieder. Zum Beispiel hat sie ja auch sich sehr schwer getan, in einer anderen Sendung die DDR als Unrechtsstaat anzuerkennen. Man merkt eben, diese SED-Vergangenheit wurde nie wirklich aufgearbeitet und Überraschung, wenn diese Partei wirklich mehr Einfluss bekommt, danach sieht es ja aus, weil eben gerade auch SPD und Grüne ja diese Partei als natürlichen Partner ansehen, dann wird eben auch wieder kommunistische und marxistische Ideologie in Deutschland gewinnen, beziehungsweise mehr Einfluss haben. Und das ist wirklich eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung. Weil wenn wir uns das Ganze mal verinnerlichen, was das eigentlich bedeutet. Sie meinte ja, dass eben die kapitalistische Ordnung, wie wir sie in Deutschland kennen, gar nicht im Grundgesetz geschützt wäre. Das heißt also ganz klar, sie ist feindlich gesinnt der sozialen Marktwirtschaft gegenüber. Und keine Frage, natürlich kann man darüber sprechen, wie man die Marktwirtschaft sozialer gestaltet, dass eben auch die Armen in dieser Gesellschaft teilhaben können am gesellschaftlichen Zusammenleben. Das ist nicht das Problem, aber die Lösung heißt eben ganz klar, nicht Kommunismus oder Sozialismus, weil das bedeutet nämlich Armut für alle. Sowas kennen wir schon. Historisch gesehen ist das für immer verbrannt und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ganz ehrlich, das Lustigste habe ich mir wie immer zum Schluss aufgehoben, weil die Linkspartei, der linke Rand im Bundestag, wo ganz klar eine Nähe zu Linksextremismus da ist, die eben vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist, wo man auch immer wieder diese Bezüge zur Antifa hat, wo man sich nicht klar distanziert, genau diese Partei sitzt da jetzt in Form einer Katja Kipping und sagt,
der Verfassungsschutz solle mal wieder das Grundgesetz lesen. Ja, das ist ja ungefähr so, als würde Jack the Ripper mir empfehlen, ein paar Meditationstipps zu lesen. Ein Buch für innere Ausgeglichenheit. Also ganz ehrlich, Frau Kipping, geht's noch? Man kann der Frau Kipping gewandt also nur sagen, ganz ehrlich, peinlicher geht es einfach nicht. Und auch ein paar ehrliche Worte an die CDU gerichtet. Ihr habt es jetzt gesehen, was für Gesinnungsmenschen ihr hier habt, ja, die wirklich eine Gesinnung vor sich hertragen, die doch von Lenin oder von Marx persönlich sein könnte. Da könnt ihr euch nicht mit rausreden, dass die Linke sich irgendwie gemäßigt hätte. Und wenn die CDU also wirklich darüber spricht, und sei es nur in Thüringen, dass man irgendwie die Linke unterstützt, und SPD und Grüne braucht man gar nicht von Anfang, die sind so lange keine Parteien der Mitte, wie sie eben mit so einer Partei zusammenarbeiten, mit der ehemaligen SED zusammenarbeiten. Das ist ein rotes Tuch. Rot ist hier der Wortwitz, ich hoffe, ihr versteht das. Und ich sage ganz ehrlich, da muss hier wirklich auch die rote Karte gezeigt werden für diese Sozialisten. Es muss ganz klar sein, dass sowas in Deutschland keinen Platz mehr hat. Und alle Bürger müssen an dieser Stelle auch wirklich erkennen, mit wem sie es hier zu tun haben. Nämlich mit Leuten, die unsere Demokratie verachten, die unsere Marktwirtschaft verachten. Und man hört es immer wieder raus, man würde eben wahrscheinlich wieder so ein Unrechtssystem hier einführen, wenn man etwas zu sagen hätte. Deswegen kann man nur hoffen, dass es nie so weit kommen wird. Wer das auch so sieht, bitte ich euch, teilt dieses Video mit allen Bürgern, zeigt, was die Wahrheit ist. Ich hoffe immer sehr, dass Videos wie dieses hier von vielen Menschen gesehen werden, weil ganz ehrlich, wer ein logisches Denken hat, und das haben die meisten Menschen noch, der wird irgendwann verstehen, was in diesem Land abläuft. Dieser Aufwachprozess dauert bei vielen einige Zeit, aber ich sage mal, rationales Denken reicht ja vollkommen aus, um zu erkennen, dass die Linkspartei niemals Koalitionspartner sein darf, auch wenn linke Leitmedien uns das immer wieder einreden. Und deswegen freue ich mich natürlich, wie gesagt, wenn ihr dieses Video teilt. Zum Schluss möchte ich mich doch bei allen Menschen von ganzem Herzen bedanken, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal hier freiwillig finanziell unterstützen, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Nur durch euch ist es möglich, dass ich hier so regelmäßig Videos machen kann, dass ich immer wieder für euch berichten kann und so viel Zeit und Arbeit in dieses Projekt stecken kann. Danke von Herzen an euch alle. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Ciao.